Servus Leute, ja, mir ist aufgefallen, dass es schon eine ganze Zeit lang keine Neuzugänge von mir mehr gegeben hat. Das lag vielleicht dann daran, dass ich nach der Frankfurter Buchmesse mit meinen Messe-Einkäufen ein kleines bisschen überfordert, überwältigt war. Und da glaube ich erst mal gedacht habe, es reicht erst mal. Aber wie es halt so ist bei so einem Bookaholiker, da schleichen sich doch dann immer wieder ein paar so Geschichten ein. Und mittlerweile sind schon ein paar wieder zusammengekommen. Deswegen, bekommt ihr die jetzt mal vorgestellt. Das erste Buch, das ich euch vorstellen will, ist ein E-Book, so wie auch einige dieser Bücher, die ich euch jetzt gleich zeige, E-Books sind. Deswegen blende ich die Cover dann einfach da mal ein. Das erste Buch ist der 13. Teil von Das Erbe der Macht. Die zweite Staffel beginnt somit und dieser erste Teil heißt Onyx Quade. War richtig, richtig der Hammer. Band 14, das ist dieses hier irgendwo. Heißt Chronikblut und war auch richtig, richtig stark. Der Teil 15 heißt Schattendieb. Ist hier auch irgendwo eingeblendet, das Cover. Und das hat's dann, also diese drei Teile, hat's dann in dieses Buch geschafft. Die Rückkehr, das Erbe der Macht, Schattenlose, die Rückkehr von Andreas Suchanek. Ein hammer cooles Buch und wie gesagt die drei E-Books, die drei E-Books, ein Hardcover, also ne, die sind hier drin. Und dann hat es noch den weiteren Teil, der es dann ins nächste Hardcover schaffen wird, hat es gegeben. Das ist Band 16, Hexenholz. Blenden wir hier mal ein. Auch hammer, grandios. Ich finde diese Serie von Andreas Suchanek einfach nur endgeil, super cool, absolute Leseempfehlung. Das nächste ist hier eine Kurzgeschichte zu diesem Büchlein von der C.M. Spöri. Die Corinne Spöri hat eben Unlike geschrieben von Goldfischen und anderen Weihnachtskeksen. Und Unlike, diese Kurzgeschichte, die ich mir als E-Book geholt habe, von Heiratsanträgen und verschollenen Goldfischen. Hier mal das Cover. Seht ihr? Richtig, richtig cool. Das war meine Weihnachtsgeschichte.
Ich habe es, glaube ich, auch rezensiert. Schaut euch die Rezension mal an, falls euch außergewöhnliche Weihnachtsliebesgeschichten interessieren. Der Hammer. Dann habe ich eine Reihe begonnen von Karina Zacharias, The Lost Prophecy. Der erste Teil heißt Vom Sturm erweckt und der zweite Teil zu Staub zerfallen, aus Flammen geboren, von Wellen getragen. Das sind die vier Teile und ich glaube in Kürze, also ich hoffe jedenfalls in Kürze, erscheint der fünfte Teil zu dieser Reihe. Ich bin schon so total gespannt, wie es weitergeht. Ich habe da auch ein Video, glaube ich, dazu gemacht. Das könnt ihr euch ja auch mal anschauen, wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt. Ich finde diese Reihe, die ganze magische Welt, diese Elemente-Reihe, unheimlich faszinierend und cool. Und auch die ganzen Charaktere sind der Hammer. Die vier bzw. fünf Völker der Elemente sind der Hammer und die einzelnen Protagonisten der einzelnen Erzählungen sind auch unheimlich cool. Ich mag das und ich mag auch den Schreibstil von Karina Zacharias. Richtig cool. Dann komme zum weiteren E-Book. Ich hoffe mal, dass das irgendwann vielleicht auch noch als Taschenbuch oder so erscheint. Ich blende euch auch hier mal das Cover ein. Das Mädchen, das sieht. Sascha Urban Serie. Der erste Teil ist es. Von einem meiner Lieblingsautoren, Dima Zales. Hat schon wahnsinnig tolle Bücher von ihm habe ich gelesen. Absolut grandioser Schreibstil und diese Geschichte, die hat es auch wieder absolut in sich. Hammer. Und bockt richtig, hat mir unheimlich gefallen, dieses Buch. Am 7.3. kommt der zweite Teil raus und da muss ich eigentlich schon mit dem zweiten Teil von Elaine durch zu sein, den ich hoffentlich bald am Montag, Gott, heute ist der 2.3. Ich hoffe, am Montag kommt der zweite Teil bei mir an und ich kann den lesen. Denn dann wird am 7.3. eben Schwarzseherin, das ist der zweite Teil von der Sascha Urban Serie, ich blende euch mal das Cover hier ein, da dann erscheint. Also, ja, er hat es fast in die Neuzugänge geschafft, eigentlich so, noch nicht, er ist noch nicht da. Dann, ich weiß gar nicht, denn ich dachte, das Buch kommt erst gar noch nicht raus, erst in ein paar Wochen oder so. Aber irgendwie hat dieses von Die Helden von Midgard, der Roman von Lisa Grimm, auf mein Kindle geschafft. Keine Ahnung, wie das so sich zugetragen hat. Auf jeden Fall ist er auf meinem Kindle. Der zweite Teil habe ich. Ich blende euch mal das Cover vom ersten Teil noch hier ein. Auf jeden Fall hat es der. Es ist ja keine Fortsetzung, sondern ein Prequel zu diesem Teil. Also, ne? Deswegen. Ich bin gespannt, wann ich dazu komme,
das zu lesen. Ja, so, jetzt sind wir mit den ganzen E-Books, glaube ich, mal durch. Jetzt gibt's echte Bücher zu sehen. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ob ich euch die schon mal gezeigt habe, deswegen halte ich die jetzt einfach mal in die Kamera. Und zwar von Nika Lubisch. Der Tod trägt Schwarz. Das ist dieses wunderschöne Buch. Ja. Und raus bist du. Blue Light, das sind Berlin-Krimi. Diese zwei Teile. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich kein Thriller und auch kein wirklicher Krimi-Leser. Aber ich dachte mir, ja, die sind gut. Und deswegen muss ich mir die mal holen. Und man muss ja vorbereitet sein, wisst ihr? Denn es kommt bestimmt eine Zeit, an der ich mal Bock habe, unbedingt einen guten Krimi zu lesen. Und dann, wenn ihr keinen an, wisst ihr, bei der Hand habt, dann ist es vielleicht einfach doof. Und deswegen habe ich mir zwei, wie ich gehört habe, richtig gute Krimis geholt. Ja, ich lese euch mal ganz kurz den Klappentext hier vor. Der Mord an einem Der Mord an einem Afrika-Missionar. Afrika-Missionar. Erschüttert Berlin. Tote Priester in St. Elizabeth. Pater Lüttger wurde mit einem Kruzifix in der Sakristei erschlagen. Viele Spuren und noch mehr mögliche Motive weisen in Richtung afrikanische Community in Berlin. Die Mordkommission unter Leitung von Claudia Westermann steht unter Druck. Presse und Inspektionsleiter drängen auf Ergebnisse. Da kommt die schnelle Verhaftung eines Verdächtigen gerade recht. Doch während die Ermittler in ihrer Stammkneipe Blue Light den Erfolg feiern, wird der Küster der englischsprachigen Mission mit einer Machete grausam niedergemetzelt. Puh, Berlin, wie es wirklich ist. Nika Lubisch und Michael Hellmann, der selbst viele Jahre als Ermittler bei der Berliner Mordkommission tätig war, zeichnen mit der neuen Reihe ein realistisches Bild von der Polizeiarbeit in ihrer Stadt. Alle Blue Light Berlin-Krimis mit dem Ermittlerteam Claudia Westermann und Robert W. Robinson können unabhängig voneinander gelesen werden. Ja, cool. Mal ein Krimi oder zwei Krimis. Ja, muss auch mal wieder sein. Dann, ja, ich habe die anderen Teile, wo sind sie denn? Ewig Roses? Also, ich habe hier, hier und hier, das sind die anderen beiden Teile. Die Teile 2 und 3 sind das, aber ich hatte bisher den ersten Teil nur als E-Book und habe mir den jetzt auch noch mal als Taschenbuch geholt, weil ein echtes Buch ist halt ein echtes Buch, wisst ihr? Ja, von Jasmin Romina Welsch im Sternensand Verlag erschienen. Ich lese euch auch mal das hier ganz kurz vor. Ich heiße Emma und ich möchte eine Rose werden. Klingt erstmal nach spirituellem Selbstfindungstrip, aber ich habe andere Beweggründe. Da ist diese dicke Rechnung, die ich in die Sofaritze gestopft habe und vor der die Zukunft meines bescheuerten kleinen Bruders abhängt. Außerdem hatte ich Sex mit einem Typen im Bienenpullover. Das tut jetzt nicht zwangsläufig etwas zur Sache, aber ich erwähne es gern für den Fall, dass jemand glaubt, ich wäre eines dieser unschuldigen Mädchen,
die in Erotikromanen einem dominanten Kerl vor die Füße stolpern und dann dahinter kommen, dass sie sich total gern bumsen lassen. Nö, ich meine ja, aber ich hatte schon Flittchen-Tendenzen, bevor ich an die Tür des einschüchternsten Mannes der Welt geklopft habe. Er heißt Vincent und er leitet eine Escort-Agentur namens Ewig Roses, dass ich versuche, Teil seiner verruchten exklusiven Welt zu werden, darf niemand erfahren. Schon gar nicht mein Bruder. Ich heiße Emma und ich möchte eine Rose werden. Na? Klingt jetzt anders, oder? Ja. Ewig Roses. Etwas heißer. Ne? Diese Buchreihe. Ne? Von Jasmin Romina Romana Welsch. Als nächstes, das ist der zweite Teil von Die Weltportale hier. Von B.E. Pfeiffer. Die Betty Pfeiffer hat einen weiteren Teil rausgebracht. Hier hinter mir ist der erste Teil. Hier. Die Weltportale. Ich lese euch das jetzt hier mal nicht vor, weil sonst seid ihr vielleicht gespoilert. Und ja, auf jeden Fall, das ist der erste Teil und der zweite Teil hat es eben auch zu mir in meine Regale geschafft. Ich bin gespannt auf diesen Teil. Hammer, scheiß schönes Cover auch wieder, ne? Also Sternensand Verlag macht echt schöne Bücher. Hat es mal wieder ein eher ungewöhnliches Buch zu mir in meine Regale geschafft. Und zwar Whose Boat is this Boat? Tja. Wisst ihr, ich liebe die Late Show with Stephen Colbert und das ist eben ein Buch, mit dem er den guten Donald Trump verarscht. Der hat nämlich, nachdem er da nach diesem Hurricane letzten Jahres in den USA auf so ein Boot gezeigt und whose boat is this boat gemeint und von dieser Begebenheit erzählt dieses tolle kleine Buch hier. Schön mit Bildern. Der Hurricane und so. Und im Prinzip ist es eine Spende an die Hurricane-Opfer, wenn du so ein Buch kaufst. Und ich fand es einfach lustig, das in meinem Regal stehen zu haben. Ja, vor allem habe ich hier von Last Week Tonight, die haben nämlich auch so ein ähnliches Buch rausgebracht.
über Marlon Brando. Das ist das Kaninchen vom Vizepräsidenten. Und das, weil der ja so ein religiöser Fanatiker und Arsch ist. Ja, und so ein Homophob und Schwulenhasser. Ja, hat man einfach in diesem coolen Büchlein Marlon Brando den Hasen des Vizepräsidenten schwul werden lassen und erzählt dessen Geschichte. Und wie gesagt, das hier hat es eben dann auch zu mir geschafft, diese beiden. Ja, ich mag sowohl die eine Show sowie die andere, Last Week Tonight und die Late Show mit Stephen Colbert mag ich auch. Von dem her, juhu. Als letztes Buch, was noch zu mir, seinen Weg noch zu mir gefunden hat, ist das Buch von mir relativ egal. Eine YouTuberin aus Nürnberg, kann man mal machen, heißt das Buch. Aber es ist ja, nicht einfach nur so ein YouTuber-Buch mal wieder, sondern ich glaube, das hat was. Im Internet sehen alle gut aus, sind glücklich und haben weder Porn noch Probleme. Oder sie vertreten antiquierte Rollenbilder und pöbeln gegen Schwächere. Mirella vom Kanal Mir Relativ Egal hat keine Lust mehr darauf, von überall eingeredet zu bekommen, wie sie zu sein und was sie zu lassen hat. Sexismus steht ebenso auf ihrer Abschlussliste wie Low Carb, Perfektionsdruck, gehirnzellenfressende Medienkonsum und Datenwahnsinn. Ein dickes Fell allein oder endlose Meckertiraden helfen jedoch niemandem weiter. Daher liefert Mirella die passende Motivation, um das eigene Leben entspannter zu gestalten. Gleich mit. Empathische Kommunikation, Horizonterweiterung und die konsequente Achtung der eigenen Bedürfnisse stehen hierbei im Mittelpunkt. Denn letztlich ist die beste Waffe gegen die Negativität von außen, sich selbst gut leiden zu können. Ja, und dementsprechend, ja, war's das erstmal mit meinen Neuzugängen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.